Morgen. Wir haben 6 Uhr in der Früh. Ich habe ganz okay geschlafen, muss ich sagen. Ich bin voll ruhig gerade. Es war so aufregend. Ich konnte richtig, richtig schlecht schlafen. Ist halt so sensibel auf Geräusche. Hier sind die ganze Zeit Äste runtergefallen. Hier sind Mäuse rumgelaufen oder Ratten, keine Ahnung. Wirklich raus aus der Komfortzone. Ich komme mir so vor, als wäre ich irgendwie beim Militär. Ich habe einfach jetzt schon so eine Struktur. Also ich muss ehrlich sagen, irgendwie macht es sogar ein bisschen Spaß zu packen. Aber irgendwie, wenn man ehrlich ist, macht es auch wirklich gar keinen Bock. Einfach jetzt eine Stunde gepackt. Das Ding hängt ja einfach zu weit unten. Es ist tatsächlich hier kaputt. Oder es hält nicht mehr so gut wie am ersten Tag. Deswegen habe ich zum Glück Kabelbinder dabei. Jetzt darf ich bei schönstem Sonnenschein weiterfahren. Ich frage mich ja, wie viel Spaß das macht, wenn es einfach schon gestern Abend regnet. Bis jetzt heute Morgen. Also ich glaube, ich war noch nie gefühlt in der ersten Minute in einem Laden drin. Guckt euch die Erdbeeren an, wie sick die noch aussehen. Wow. Frühstück. Entspannt. 1 Liter Milch, 2 Franzbrötchen und eine Apfeltasche. Und noch die ganzen Erdbeeren hier. Mittagspause, 88 Kilometer schon drin. Um 12.20 Uhr, richtig gut. Für mich gibt es wieder Mittagessen. Einfach Ravioli, wieder mit Brot und 3 Liter Wasser. Hoffen wir mal, dass mein Fahrrad nicht geklaut wird. Das wird ziemlich lustig. Oder meine Radschuhe. Nicht, dass es hier gleich anfängt zu regnen. Es fängt an, es mal regnen. Jetzt stehe ich unter und es wird immer stärker. Oh mein Gott. Oh nö. Jetzt gerade was hingehauen. Mit 70 Sachen hier runter. Kartoffelsalat und Spezi auf die letzten 20 Kilometer. Let's go. Wir haben übrigens schon 132. Und ich bin an meinem Ziel angekommen. Ich habe zwar 5-mal das Ziel gewechselt sozusagen heute. Wieder umentschieden. Habe dann doch nur noch 20 gemacht. Und jetzt bin ich hier an diesem wunderschönen See. Was meinst du dazu? Erinnert ja dieser See hier an den Grombachsee. Going live. Im Hintergrund ist schon mein Zelt aufgebaut. Ich muss nur noch die Plane drüber machen. Ich habe mir heute Gedanken darüber gemacht, warum ich eigentlich so Angst hatte, im Wald zu campen. An sich kann ich ja auch einfach auf einer Wiese campen. Und wenn dann sich jemand aufregt, sage ich einfach, hey, ich habe eigentlich eine Erlaubnis. Und dann zeige ich einfach nichts. Oder ich sage, ja, ich dachte, ich darf das hier. Ist natürlich auch nicht richtig, aber keine Ahnung, irgendwie war das genau das Ding, wovor ich Angst habe. Richtig dumm. Hier ist tatsächlich Zelten erlaubt, nur halt mit Erlaubnis. Aber wie soll ich eine Erlaubnis holen, wenn ich den See erst seit einer Stunde kenne? Ich muss nochmal so ein Video machen. Ey, wirklich wunderschön. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne ein Like da, einen netten Kommentar für den Algorithmus. Teilt auch gerne das Video, falls ihr irgendwelche Bekannten habt, die auch Bikepacking interessiert oder feiern oder sehen sollen. Und ja. Wir sehen uns heute Nacht, falls was passiert. Hoffen wir mal nicht. Ich bin jetzt im Zelt, wie ihr seht. Und jetzt gibt es eine kleine Roomtour. Die wird auch nur 1 Sekunde dauern. Das ist der Eingang. Hier lagere ich immer mein ganzes Klamotten und so die dreckigen Sachen. Und hier sozusagen die Taschen nach hinten. Und dann hier schon alles ausgeklappt. Mein Fleece-Pulli. Für später, aber es ist echt ganz schön warm hier drin. Übrigens hier 2 Fächer, ultra nice. So sieht das Ganze dann aus. Good night.